ihr Lieben, ich freue mich heute ganz besonders, den schönsten Mann bei Vertigo TV zu Gast zu haben, den die deutsche Musikbranche gerade zu bieten hat. Herzlich willkommen, Roman Fischer. Außerdem habe ich heute dabei Kate Nash, die mit kleinen Tigern in ihrem Video spielt. Dann habe ich noch Ellie Goulding, die sich auf merkwürdige Weise vervielfacht. Brandon Flowers lässt sich von einer Oscar-prämierten Dame retten. Und dann noch die Klecksons, mit denen fangen wir jetzt auch an. Schaut hier ein schönes Hippie-Wüsten-Video. Jetzt treffen wir uns aber erstmal mit Roman Fischer. Der erzählt uns, ob man als Künstler wirklich immer leiden muss und wie es bei ihm mit deutschen Texten steht. Was war das Beste, was du bei diesen Aufnahmen gelernt hast? Was ich gelernt habe, ist, dass man nicht immer seiner selbstzerstörerischen Ader hinterherlaufen muss, um kreativ zu sein. Man muss sich nicht künstliche Krisen schaffen, um kreativ zu sein. Und man muss auch nicht unbedingt leiden, um kreativ zu sein. Und Sind denn künstliche Krisen? Naja, ich glaube, mitunter machen wir uns wahrscheinlich in dieser Gesellschaft mehr oder weniger alle künstliche Krisen eigentlich. Also man hat ja ständig Angst, dass man Rechnungen nicht bezahlen kann, obwohl man so weit weg ist, wirklich in einer Extremsituation zu sein, wo man es wirklich gefährdet, wenn nicht mehr zu überleben. I go out into life. I see you. I see light. Gab es irgendwas als Kind, was du immer gemacht hast, oder was dich so in Trouble gebracht hat als Kind? Ja, ganz viel, ganz schlimme Sachen. Ich war immer der Klassenclown noch, also so. Dann hast du deinen letzten Song auf dem Album, der sehr deutsch ist und auch zum Teil auf Deutsch gesungen ist. Das war für mich immer ein No-Go, sowas zu tun. So, das fand ich immer total unkredibil oder uncool. Aber darum geht es auch bei der neuen Platte, dass man halt mal ein neues Kleidungsstück anprobiert, von dem man erst denkt, dass es einem nicht gefällt, um zu sehen, dass es einem ganz gut stehen kann irgendwie so. Und der Song an sich ist auch ein Klischee, denke ich so. Also eigentlich war es eher so, dass halt der Patrick Berger, der Schwede, der ist so ein Deutschland-Fan, dass er irgendwie mit 17 so kurz davor war, sich Autobahn irgendwie hier drauf tätowieren zu lassen. Und erst durch ihn habe ich so diese ganzen urdeutschen Sachen kennengelernt, wie Darf und Kraftwerk. Natürlich kannte ich das, aber ich war nicht richtig bewandert damit und so. Und er war, you know this is so great und so. Und dadurch habe ich das dann alles erst gehört und die dann so, du musst schon auch ein Stück auf Deutsch singen, weil da kommst du auch her. So. Und dann habe ich darüber nachgedacht und so, okay, let's try it. Und dann hat es ganz gut hingehauen. Yo, yo, jetzt habe ich für euch ein kurioses Netzphänomen gefunden. Die Antwort aus Südafrika. Und ich sag euch, in spätestens 2 Monaten sind das Superstars. I'm locked. S-O-S, high energy, you never seen Zeph so fresh. When we mark, check hard, that flows flex. Yo, we off the must, stuck not, fuck in the press. We not lock the rest, my style is UFO. Totally unknown, you can't fuck with my new Zeph flow. I'm hard to miss, you're going to this, you're going to that. You fucking who said so? I do it a lot, too hot to handle, too cold to hold. You can't fuck with the chosen one. I want to knock your arm, a ninja. Yo Landi von Die Antwort möchte sich ja gern von einem Ninja-Kämpfer retten lassen. Brandon Flowers von The Killers hingegen macht's nicht unter einer Oscar-Gewinnerin. Deshalb rettet ihn in seinem neuen Video zu Crossfire gleich mal Charlize Theron. Viel Spaß damit! Yay,
Ich habe versucht, das neue Kate Nash-Video nachzustellen, aber irgendwie glaube ich, ihr solltet euch lieber mal das Original angucken. La voila, kiss that girl. Mal verabschiede ich mich von euch mit meiner eigenen Erkenntnis, und zwar mit der, dass viele Ellies noch viel toller sind als eine Ellie. Auf Wiedersehen! All the boys before, like all the boys before.